Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Let's Plays aus dem Ghetto zu brutal. Überzeug dich doch selbst, abonnier meinen Kanal. Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Let's Plays aus dem Ghetto zu brutal. Überzeug dich doch selbst. Herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei FIFA 14 Ultimate Team. Es ist wieder euer Tony, Alter, der unnormale Totschläger, Alter, der den Tod totschlägt, ihr wisst Bescheid. Und ja, wir starten hier mal ins Match. Ich hab euch heute was, schon wieder vorher am Start an ihr, Motherfuckers. Ich hab heute was Interessantes gelesen. FIFA will auf jeden Fall, beziehungsweise EA will dagegen angehen. Wegen diesen ganzen Münzkaufgeschichten und so. MMOGA und dies und das. Guck mal. Oha, er hat Ibrahimovic. Ich glaub's ja nicht. Heftiges Team, Alter. Das wird eine Schlacht. Anscheinend ist dieses, wenn's langsam ist, das machen irgendwelche Hacker. Habe ich da gelesen. Die Serverüberlastung liegt daran, dass Leute das Spiel hacken. Und irgendwelche Scheiße damit machen und so, um EA zu ärgern. Sie haben auf jeden Fall schon tausende Konten jetzt geschlossen. Das würde auf jeden Fall auch erklären, warum es in letzter Zeit öfters mal ein bisschen schneller war auf einmal. Weil es war ja jetzt bestimmt 2 Monate lang konstant die ganze Zeit langsam. Und ich glaube auch hier wird es gerade nicht so schnell sein. Ich weiß es noch nicht. Werden wir gleich sehen, wenn wir hier ein bisschen spielen. Komm schon, lahm, Alter. Bring mal direkt hier rein, Alter. Auf. Oh, schade. Sauber, den haben wir. Ah, lassen wir mal alle hier stehen. Spielen wir mal hoch. Ibrahimovic wollte uns da schon angreifen. Naja, es geht. So schnell ist es nicht. Aber ziehen wir mal ab, Alter. Boah, was für ein Traumtor, Junge. Der Toni dreht hier gleich durch, Mann. Wir wollen auf jeden Fall hier jetzt endlich mal den Sieg holen. Haben wir das letzte Mal ja schon wieder verpasst da beim 3:3. Boah, was für ein Gewaltschuss, Alter. Einmal abgelegt, Junge, und einfach reingehämmert da. Boom, Junge. Richtig schön ins lange Eck. Tschick, tschick. Richtig brutales Tor, Junge. Richtig. Boom, Junge, Alter. Guckt euch das an, wie lecker der da reinfliegt. Da hat der Sirigu keine Chance, den irgendwie zu bekommen. Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall gehen die auch gegen diese Münzkaufgeschichten an und so. Also kauft euch keine Coins mehr bei MMOGA oder sonst irgendwo. Sie werden euch dann nochmal verwarnen oder so, aber das geht auf jeden Fall bis... Wie spielt er denn, Alter? Was ist mit ihm los? Das geht bis zur Kontoschließung. Und ich glaube, die haben da sowas auch aufgelistet. Man kriegt erst die gelbe Karte... Dann die zweite, erst eine Verwarnung, dann gelbe Karte, dann gelb-rot und rot. Komm, den machen wir. Oh, schade. Junge, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein komischer Gegner hier, Alter? Der leistet ja fast gar keine Gegenwehr hier. Ich sehe hiervon auf jeden Fall nichts. Ah, shit. Mies den Ball hier vergeben, ey. Na, auf jeden Fall... Wenn die meinten da so, dass das Spielerlebnis ja richtig kaputt gegangen ist, das dürften viele gemerkt haben, haben sie hingeschrieben. Da fühlte ich mich natürlich direkt angesprochen, als jemand, der diese Verzögerung brutal anprangert. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass das Cheaterei ist, dass die Hacker hier ihr Unwesen treiben. Habe ich die Bestätigung von EA endlich mal gekriegt. Ich dachte, die haben immer so viel erzählt, ne? Sie haben so viel gequatscht hier von wegen, Oh, schade, Alter. Komm schon, wir holen uns den. Wir holen uns den. Sauber, sauber. Dreh richtig durch und jetzt schickst du den Lewandowski, Mann. Lassen wir mal stehen. Ah, und bam. Und jetzt aber. Ah, das gibt's doch nicht. Und haben nur über andere Sachen geredet. Zum Beispiel hier im Transfermarkt. Oh, Alter, das ist doch wohl nicht wahr, Mann. Komm jetzt. Oh, dass der Transfermarkt überlastet ist und bla. Das machen die auch alles durch ihre Bots. Die kaufen irgendwie Spieler tausende ein, Alter, von ganz alleine diese Bots, um Münzen zu regenerieren. Regenerieren, ich bin schon wieder bei Plants vs. Zombies, Alter.
Und ja. Das heißt halt, das waren die ganze Zeit Hacker hier dran schuld oder sind es immer noch. Und die werden das auf jeden Fall regeln, damit das Spielerlebnis wieder richtig geil wird. Damit man wieder konstant geil schnell spielen kann, außer es wieder so ein Dulli dabei, der eine scheiß Internetleitung hat. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Sag ich mal. Wenn das mal ein Gegner ist, ist ja kein Problem, aber wenn das durch diese Hacker die ganze Zeit so ist, oh, schöner Move hier, dann macht das einfach keinen Spaß mehr, Alter. Wenn es dann die ganze Zeit immer nur langsam ist, ist doch zum Kotzen einfach. Ach Mann, ich wollte an ihm vorbeischießen. Komm schon, jetzt. Den machst du. Ey, der hält ja jeden, Alter. Wir dominieren den Gegner ja komplett. War der überhaupt schon mal bei unserem Tor? Ich glaube nicht. Komm, den schnippeln wir rein. Ach, scheiße, Mann. Spielen wir hier gleich mal und nochmal unten. Ah. Der stellt sich aber auch hinten rein, Alter. Voll der Reinstellungskünstler hier. Das war ein Foul, definitiv. Ah, wir setzen uns dadurch und machen schon wieder fast das Tor. Ja, liebes EA. Meine Sachen wurden erhört auf jeden Fall. Ich dachte, ich spinne. Ja, er hält einfach alles. Ich spinne und das ist alles nur... Keine Ahnung, Alter. Das hat mich auf jeden Fall angekotzt, ne? Ihr kennt das sicher, ihr wollt FIFA spielen. Ihr drückt und der schießt einfach nicht. Diese behinderte Verzögerung. Ihr wisst jetzt Bescheid, es gibt Leute, die das Spiel kaputt machen. Es gibt Hacker, die das kaputt machen. Unterstützt das nicht, ey. Holt euch keine Coins mehr, kackt auf sowas. Er spielt euch entweder die Coins. Den machen wir, Junge. Brutales Brett, Junge. 2:0. Und ich dachte, er kommt mit einem brutalen Team hier. Der Typ, der wird kein Problem. Der Toni zieht hier einfach dran vorbei. Und bombt den mal rein. Eiskalt hier. Schöner Pass. Auf Reus. Den haben wir direkt verwandelt. Ja, gibt Hackern keine Chance, Alter. So ein paar Hacker sind witzig, wie die Geschichte in GTA jetzt letztens. Habe ich mich auf jeden Fall gut totgelacht, wie Leute da vergewaltigt werden und so. Aber sowas ist witzig, ne? Das macht nicht unbedingt das Spiel kaputt, weil du wirst ja nicht jetzt jedes Mal, wenn du da online gehst, die ganze Zeit vergewaltigt oder so. Und die geben dir ja auch noch ein bisschen Spielgeld da, was man da im Spiel verdienen kann. Geben dir einfach mal 7 Millionen oder so, das ist ja okay. Aber hier in FIFA, Alter, ist das ja, weiß ich nicht. Halte ich nichts von, auf jeden Fall. Das ist einfach nur zum Kotzen. Das macht das Spiel komplett kaputt. Das macht dann keinen Spaß, einfach FIFA auch nur einzulegen. Obwohl das so ein geiles Spiel ist, ne? Und jetzt kommen wir mal hier direkt zu FIFA 15. Da hat der Pete Smith was Krasses gesagt auf der Bühne, als sie gegen viel FIFA gespielt haben. Dass er gar keine Neuerungen gemerkt hat und so. Ich hoffe persönlich, dass das wirklich diese Goalkeeper, dass die nicht zu krass sind und dieses neue Schusssystem, beziehungsweise dass die Schüsse halt öfter vorbeigehen sollen und so, dass das das nicht kaputt macht. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben oder beziehungsweise was EA sich da zu Herzen genommen hat, denn ich finde jetzt... Außer die Kopfbälle sind vielleicht manchmal ein bisschen overpowered, aber ansonsten finde ich es geil, Alter. So Distanztore zu machen und so, diese Traumtore ist doch voll geil, Mann. Oder nicht? Das sieht doch einfach nur Hammer aus. Das macht doch gerade Spaß hier, ne? Junge, rein, Junge. Der wird hier so zerrissen, Alter. Toni ist schon wieder richtig im Gott-Modus hier unterwegs. Meine erste Runde FIFA seit Tagen. Ich habe mich meistens immer die ganze Zeit bei Plants vs. Zombies bisschen eingespielt. Ah, FIFA läuft, Alter. Läuft. Ah, ich hoffe, ihr teilt meine Meinung, meine Freunde. Ich bin ein riesengroßer FIFA-Fan. Ich liebe diese Serie. Ibrahimovic verletzt, Alter. Es hat seine Ehre verletzt, deswegen steht oben, ist er verletzt, ne? Ja, der Toni hier schon wieder so durchdreht. Wir wollen natürlich erreichen, hier in die erste Liga zu kommen und die auch dann zu gewinnen. Wäre richtig geil. Ja, und die haben auch geschrieben, die arbeiten daran, jetzt noch während FIFA 14 die Leute da irgendwie rauszuschmeißen und so welche Sachen. Die Leute rauszukicken, die Konten zu sperren, nicht erst ab FIFA 15 oder so. Oh nein.
Das wird der Gegenangriff. Ah, den haben wir. Sauber. Nein, er spielt den nicht weg. Brutaler Pass. Ah, ich hoffe einfach, EA reißt das jetzt. Ihr sollt mich nicht unglücklich machen, ehrlich. Das würde mich am meisten glücklich machen. Scheiß mal auf alle Neuerungen bei jedem FIFA, ne? Solange ich online in der normalen Spielgeschwindigkeit spielen kann, ist das alles für mich kein Thema, Alter. Ist das kein Problem. Kann ich mit allem leben, Alter. Ja, und ich hoffe, FIFA 15 ist geil geworden, ey. Macht mich ein bisschen traurig, da so voll die Sachen zu hören. Besonders von Fans der Reihe, ne? Und wenn Leute sagen, es ist okay, ja, statt es ist Bombe geil und so, ne? Und zum Beispiel viele sagen, sie feiern diese Erneuerung, dass die sich aufregen und dies und das. Und zum Glück hat das keine Auswirkungen aufs Spiel. Es wäre doch voll geil, wenn das Auswirkungen aufs Spiel hätte. Egal, wenn du 100 Mal mit einem daneben schießt, wenn du so schlecht bist, dann muss dein Team auch schlechter werden. Das wäre doch richtig geil. Das ist doch scheiße, Alter, wenn beide Teams immer gleich stark bleiben und die nicht mental beeinflusst werden. Das wäre doch voll Bombe, Mann. Bis jetzt habe ich jeden großen FIFA-YouTuber, sage ich jetzt mal, davon reden gehört. Zum Glück hat das keinen Einfluss auf die Spieler. Das kann ich einfach nicht verstehen. Weiß nicht, ja. Bei mir sieht das komplett anders aus. Ich würde mich freuen, wenn das Einfluss darauf hätte, ne? Wäre doch krass. Wäre doch realistisch, Alter. Das wäre doch richtig realistisch. FIFA ist eine Fußballsimulation. Es soll den Sport simulieren, ne? Und das ist doch geil, Alter, wenn das so gut wie möglich simuliert wird, oder nicht? Oh, schade. Komm, den holen wir uns noch. Ah, der ist aber besser geworden, der Gegner, Alter. Hat er seinen Kumpel jetzt dran gelassen, weil er denkt, dass er dann noch gewinnen kann? Ich weiß es nicht. Komm, sperr hier zu. Mit 3 Leuten, Alter, richtig am Blocken hier. Sauber. Voll am Blocken, Alter, wie ein Sidos Block, ne? Oh nein, Mann. Ist er nicht drauf reingefallen. Ich hier einen kleinen Skill ansetzen. Ja, komm. Boah. Er macht jetzt aber Druck hier. Ah, er kommt nicht an unserer Abwehr vorbei. Beziehungsweise an meinen Abwehrskills. Los, Reus, kämpf! Er kommt bestimmt gar nicht drauf klar, Junge. Meine Spieler, Alter, die spielen noch 20 Mal besser durch mich, ne? Nein, komm. Nein, Alter, dieser verfickte David Luiz, Alter. Und was für Fehlpässe ich hier mache. Erstmal ein bisschen Ruhe ins Spielgeschehen hier einbringen. Ah, wollte ich nochmal durchspielen. Hat er aufgepasst, ja. Sauber. Schön abgefangen und jetzt schicken wir... Ah! Da wieder abgefangen. Oh nein, Ibrahimovic ist da. Wie früh er ihm flankt, Alter, ich glaube es nicht. Er denkt auch, er ist so ein Superheld, ne? Ibrahimovic. Shit. Ey, wenn ich den hätte, ne? Junge, würde ich vorne vernichten, Alter. Mit denen kann man bestimmt richtig extrem spielen. Ich habe den noch nie gespielt. Hatte noch nicht das Glück, den zu ziehen oder den kaufen zu können, weil er ist ziemlich teuer. Ach, scheiße, Alter. Warum läuft er denn da nicht weiter? Und ich habe auch gehört, dass diese Sache, die ja eigentlich besser gemacht werden sollte, dass die Spieler nicht laufen, so wie eben gerade, wo ich das halt erwartet habe. Oh, er läuft da wieder nicht durch. Dass das immer noch so ist. Und dass der Torwart... Diese neuen Super-Goalkeeper. Ich weiß, es war nur eine Demo. Fuck, Alter, jetzt macht er ihn bestimmt. Ah, wusste ich doch. Shit, Alter. Genau davor hatte ich Paranoia. Der Spieler ist auf jeden Fall mies. Richtig geiler Spieler, aber nicht so schnell, ne? Ah, der läuft wie so ein Pferd. Dass die Goalkeeper sich trotzdem noch so dumm anstellen und so. Richtig dumme Bälle durchlassen. Also, ich warte mal einfach ab, Alter, was auf uns zukommt. Ich hoffe, man kann es genauso lieben wie den Teil hier. Ich hatte hier nichts dran auszusetzen, ganz ehrlich. Manchmal ein paar Kopfbälle und so, aber auch diese Torwartfehler und so, waren auch ganz lustig. So kacke ist das auch gar nicht. Ich finde, FIFA 14 ist bis jetzt der geilste Teil. FIFA 13 war scheiße. Das war wirklich scheiße.
Das fand ich nicht so gut. 12 war auch Bombe. 11 war auch geil. Mit 11 habe ich angefangen, FIFA richtig online zu spielen, ne? Natürlich habe ich schon FIFA 97 und sowas gehabt für Super Nintendo. Ist klar, aber so online habe ich bei FIFA 11 angefangen. Ein Kumpel von mir, sehr, sehr guter Freund, ein guter Bruder von mir, hat mir den Pro Club empfohlen und wir haben dann immer gezockt, Alter, nächtelang. Und es war einfach so geil, ne? Dieses Spielgefühl, Pro Club mit seinem eigenen Spieler da richtig durchzudrehen. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war einfach so geil. Ja, und dann bin ich auf FIFA hängen geblieben, ne? Früher habe ich immer so offline gegen Kollegen immer Pro Evolution Soccer gespielt. Das hat auf jeden Fall auch immer Bock gemacht. Ah, das gibt's doch nicht, Mann. Der drückt aber auch, ey, wenn er jetzt noch ein Tor macht, ne? Sauber. Oh, macht er so locker. Egal, ich glaube mal, das Ding ist hier auf jeden Fall gelaufen. Ich konzentriere mich ja auch nicht mehr so gut. Wollte mal ein bisschen mit euch über diese Sachen quatschen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was ihr so bisher von FIFA 15 gesehen habt. Und von den ganzen anderen Sachen. Boah, komm schon. Sauber. Und jetzt schick ihn. Oh nein. Ah, hat er mich gefoult. Der ist auf jeden Fall für uns. Gleich unten spielen und durch. Bam. Auf Robben. Robben, bring ihn. Oh Gott, Alter. Da kriegt ein Lewandowski noch so geil auf den Kopf. Auch das mit den Flanken finde ich total unrealistisch. Warum soll man denn nur noch ganz selten mit Flanken da zum Kopfball kommen und so? Ich glaube... Ja, sauber. Geiles Tor. Hammer Flanke. Man muss halt hier auch gut flanken können. Wenn man nicht flanken kann, ich habe schon gegen Leute gespielt, die haben nur geflankt und die haben nicht ein Tor gemacht, ne? Guckt euch das an, dieses Butterding, Junge, wie Götze sich da durchsetzt. Ist einfach ein Killer-Spieler, ne? Wenn der andere so behindert dahin springt, kann ich da ja nichts für. Naja, auf jeden Fall finde ich das ein bisschen scheiße, weil das unrealistisch. So Flankengeschichten und weiß ich nicht, Elfmeter, Freistöße, sowas passiert halt. Was jetzt mit den Gegnern los? Geht er raus oder was? 18 zu 2 Schüsse. er geht raus. Was ist mit ihm los? Was für eine Pussy, Alter. Ah, würde ich sagen, zersägt, ne? Guckt euch mal hier die Statistiken an. Ein Schuss aufs Tor, wir haben 14, ne? Den haben wir auf jeden Fall brutal zerhäckselt. Ja, und da ist auf jeden Fall der Sieg. Dann haben wir noch zwei Spiele Zeit. 15, 18. Ja, reicht leider nicht mehr für den Pokal. Aber es reicht noch, wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen. Können wir es schaffen in die erste Liga. Und ja, der Totschläger ist raus, meine Freunde. Ich hoffe, das Video war mal hier was Informatives. Auch wenn ich ein bisschen durcheinander geredet habe, so. Während des Zockens. Ich spiele ja immer live für euch, ne. Ich nehme keine Aufnahmen und laber da irgendwas drüber, Alter. Ist doch scheiße, Mann. Ja. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut da rein, Alter, und immer schön den Lümmel in der Hose behalten, wenn die Bitch nicht gut ist, ne? Also, peace.